Hallo Leute, es geht weiter mit Christmas Eve, Mitternachtsruf. Frisch und munter geht es weiter hier mit unserem tollen Leite den Ball-Rätsel weiter. So, geht los. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Komm, nimm den Ball. Er hat ihn. Er hat ihn. Jawohl. Oh Gott, es gibt noch eine zweite Runde. Oh, scheiße. Und ich habe mich gerade so gefreut, dass es dann vorbei ist. Aber es sind ja drei Schlösser natürlich. Oh Gott, und ich bin so schlecht hier drin. Ganz ehrlich, das ist irgendwie nicht so meins, glaube ich. Da oben soll er hin. Ich mache den mal dahin. Damit der da so runter geht. Es könnte vielleicht... Ja, ich mache den mal dahin. Vielleicht ist das noch besser. Ich model einfach mal. Wenn der da oben ist... Nee, das geht ja gar nicht. Der muss hier unten muss der hin. Der muss weg. Damit er hier unten rumkommt. Das wird nicht einfach. So, den habe ich unten links, oben rechts. Den mache ich mal da. Mal gucken, wie das wird. Oh, den hat er. Das war gut. Das wird nichts. Nein, das wird nicht. Weg ist der Ball. Und jetzt muss ich mir merken, wie ich das gemacht habe. Das ist doch immer nicht so einfach. Der kommt ja hier direkt rum. Das kann doch nicht so schwer sein. So, dann mache ich den da hin. Damit er den Ball dann hier wegschnappt und... Ja, und hier? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie ich das hier mache. Mach mal. Ja, prima, 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 nicht prima. Nicht prima. Nicht prima, nicht prima, nicht prima. Nicht einfach. Vor allem, weil der ja dann nochmal eine ganze Runde rummacht. Das habe ich nicht berechnet. Oh, er hat ihn. Sehr schön. So, hätte ich da mal auch einen provisorisch wenigstens hinpacken können. So. Wo habe ich den jetzt hingemacht? Da, ne? Hab ich? Hab ich nicht? Oh Gott, ich weiß es doch nicht. Aber der geht ja auch immer so rum. Der geht ja dann am Ende, der lilane geht ja nach links. Das ist ja das Ding. Die orangenen gehen, glaube ich, nach rechts und die lilanen gehen nach links. Das ist gemein. Aber müsste trotzdem klappen. So, wenn er den dann hätte, dann würde er hier rumgehen. Das heißt... Darf auch nicht so weit weg sein, damit, wenn der dann hier rumkommt, den auch kriegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber die Frage ist, ob das gleichzeitig passiert. Ich weiß es doch nicht. Ich mach mal einfach. Ja, dann geht er hier rum. Das war ja auch nicht so falsch gedacht, aber irgendwie war das zu langsam oder was war das Problem jetzt? Der war ja dann schon irgendwie weg oder was, ne? Ach, der geht ja auch nach rechts. Nee, ist doch richtig, oder? Denke ich gerade falsch? Nee, ich denke richtig. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem da machen soll. Nee, das klappt hier nicht. Mit dem da.
Also der ist zu lahm. Der ist an einer blöden Stelle. Das geht nicht. Du, das geht nicht. Also muss der schneller werden. Na gut. Und dann packe ich den mal nach unten hin. Und den mache ich mal, keine Ahnung, oder so. Nee, das geht auch nicht. Können wir gleich von vorne machen. Oder? Doch. 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 Hat er geschafft. Der Olle. Grandios. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den nach unten gemacht. Na gut. Dann auf ein neues. Und der muss ja noch eine ganze Runde hier drehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das immer mache. Mal so. Das wird nichts mit dem letzten. Der hat ihn. Der hat ihn. Oder? Oh. Ganz knapp vorbei, der Arsch. Shit. Den hatte ich jetzt wohin gemacht? Ich weiß es doch nicht. Boah, ich weiß den letzten hier immer nicht, den viereckigen. Aber dann, wenn er, selbst wenn er ihn hat, muss ich ja hier oben auch nochmal einen hinmachen. Das kann ich ja gleich mitbedenken. Das ist aber auch schwierig. Ich finde das schwierig. So, den mache ich jetzt nach unten hin. Und den hier muss ich mir merken. Also den unten muss ich mir erstmal merken. Unten links. Unten links. Ja, den hat er natürlich nicht geschnappt. Unten links hat nicht geklappt. Weil, keine Ahnung. Mach ich den oben rechts. So. Nee. So. Und der so. Und dann weiß ich auch nicht, den machen wir da. Unten links. Oben rechts. Nee, der geht an dem vorbei. Ich kann mir das alles nicht merken. Das macht mich wütend. Komm, nimm ihn. Scheiße. Dann eben unten den da. So. So. Wenn er ihn denn dann hätte. Wenn er ihn hätte, dann machen wir den mal oben links. Ich finde das furchtbar, sich das merken zu müssen. Das ist so anstrengend. Nimm ihn dir. Na also. Was habe ich jetzt genommen gehabt? Den hier, ne? Aber so. Genau. Ja, das muss man sich ja alles merken. Du so. Du so. Das klappt jetzt alles. So, dann kommt der 1, 2, 3, 4, 5 Dinger rum. 1, 2, 3. Hier, nee. Das heißt, wir machen den mal 1, 2, 3, 4. Machen wir mal dahin. Weiß nicht, ich weiß nicht. In die Mitte links. So, das habe ich mir gemerkt, das merke ich mir auch. Unten rechts nach rechts und Mitte links. Unten rechts nach rechts, Mitte links.
Das wird nichts. Okay, der war total daneben. Unten rechts nach rechts. Das sollte ich mir merken. Die anderen kriege ich so hin. So, der war also total falsch hier, weil der war zu spät. Der war zu spät. Dann geht der... Ich muss mal auf meine Katze hier gerade nebenbei noch achten. Das ist leicht doof. So. Der geht... 1, 2, 3, 4, 5. Ich dachte eigentlich, das schafft... Ja, ich weiß nicht. Das ist so komisch halt. Der war aber so falsch jetzt. Mach ihn mal nach oben, rechts nach oben. Mal gucken. Nee, ganz knapp vorbei, aber das wäre von der Logik hier gar nicht schlecht. Oder auch nicht. Weil wenn der hier erstmal die doppelte Runde durchmacht, dann ist das ja auch schon wieder total doof. Mann. Nein, er muss nach unten. Ich habe keine Ahnung mit dem letzten hier. Oh. Das habe ich jetzt genommen gehabt. Hier oben irgendwas, ne? Mache ich mal einen in die Mitte nach rechts nochmal. Das ist ja alles ein Schafscheiß hier. Immer so schön knapp daneben. So, dann nimmst du nochmal den bitte nach rechts. Den bitte auch nach rechts. Den nach unten. Den nach oben. Den nach rechts und den nach links. Irgendwann muss es ja mal klappen mit dem letzten. Oh Gott, und dann ist noch eine dritte Runde, da der ganze Part besteht aus diesem doofen Kugelrätsel. Nimm ihn! Jawoll! Ja! Uhu. Die Kugel ist drinne. Ich habe 2 grüne Schlösser von 3 geschafft. Toll. Und jetzt kann ich mir den ganzen Mist nochmal merken. Und dabei bin ich so weit gekommen. Okay, der muss den nehmen, dann geht der rum. Dann muss der den nehmen. Und dann muss der den nehmen. Und der dann da oben und dann ist er drin. Und die oberen beiden braucht man gar nicht. So sieht das nämlich aus. So, den machen wir mal dahin. Wir fangen mal einfach irgendwie an. Denn das ist ja jetzt eine neue Runde. Da weiß man ja wieder gar nichts mehr. Den habe ich nach unten. Den schnappst du dir. Ja, das ist klasse. Am besten fängt man ja so an, dass der den gleich mitnimmt. Der muss ja gar nicht rumdrehen. So, ne? Ich werde langsam Ballprofi. Okay, da nicht ganz, aber... Oh, der nimmt den sogar wieder mit. Das ist ja lustig. So, das muss man sich nicht merken. Den packen wir da einfach wieder ran. Dann hatte der den auch ganz klasse mitgenommen. Ich glaube, der war da. Und, warte, der Lilane dreht sich ja auch immer nach links. Das habe ich ja ganz vergessen. Machen wir den mal dahin. Der dreht sich nach links. Ah! Er hat ihn! Und der hat ihn nicht.
Scheiße. Oh, ich kann es mir nicht merken. So, der war da. Der war da. Glaube ich. Nein, er hat ihn nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas habe ich anders gemacht als vorher. Verdammt. Was habe ich anders gemacht? Vielleicht den nach oben gezeigt? Warum hat er den jetzt nicht geschnappt? Oh, ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe es doch gerade geschafft. Nein, er geht den... Na Mann. Ich muss mich, glaube ich, mehr konzentrieren. Der war nicht richtig. Warum war der jetzt nicht richtig? Also oben rechts nach rechts. Dann schnappt er den. Okay. Oben rechts nach rechts. Der geht, der war falsch. Der lilane muss nochmal gemacht werden. Warte, das kriegen wir hin. Komm, das ist die letzte Runde, Leute. Schneemann, du bist jetzt nicht erwünscht. Warum kommt jetzt hier... Kann ich bitte das Hütchen haben? Danke. So, oben rechts nach rechts. Der war aber falsch. Weil der da unten rechts, lilane... So. Ja, den hat er. Also unten rechts, rechts. Der hat ihn nicht. Das ist scheiße. Oben rechts, rechts. Unten rechts, rechts. So, der nimmt den aber nicht. Und so hatte ich den, glaube ich, gerade eben auch schon. Der geht nach links. 1, 2, 3, 4, 5. Der könnte überall sein müssen, sollen. Ich mache ihn mal dahin. Mal gucken, ob es klappt. Nee, aber knapp. Aber knapp. Machen wir mal dahin. Was hatte ich gesagt? Oben rechts, rechts. Unten rechts, rechts. Der soll dahin. Und den machen wir dahin. Er hat ihn. Aber er hat den nicht. Das ist scheiße. Das kriegen wir aber noch hin. Ganz nach oben rechts mache ich ihn mal, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, ob ich weiter weg sollte oder schneller. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Genau, dass der ab der Meerspritte. Nee, der war jetzt ein bisschen zu weit weg. Mach den nochmal hier hin. Weil ich das gerade nicht kapiere, dass das nicht geht. Nein, du so. Oh, der Schneemann. Der Schneemann, der nervt. So. Und den immer noch mal dahin packen. Ein lustiger 20-minütiger Ballspaß. Er hat ihn. Oh Gott. Und der war knapp vorbei. Knapp vorbei. Dann nehmen wir mal den hier. Das dürfte dann gehen. Gucken.
Nee. Der muss schneller irgendwie werden. Wie man sich immer freut, dass er den Ball dann nimmt, die Figur. Das ist schon erstaunlich. Nee. Nee, nee, nee. Das wird nichts. Ich mach den mal nach unten dahin. Den dahin. Nein. Muss ganz genau im richtigen Winkel sein. So, mal gucken, ob das klappt. Kommt jetzt nur noch immer auf den letzten an. Dann haben wir es. Dann haben wir es. So, komm, geh rum, geh rum, geh rum. Nein. Mache ich ihn mal so. Komm schon. Schnapp den goldenen Schnatz. Saug. Stöpselballspiel. Komm rum, komm rum, komm rum. Ja! Jawoll! Wir haben es geschafft! Juhu, ich habe den Eingang zu Roberts geheimem Labor gefunden. Oh Gott sei Dank, endlich. Endlich! Einen Moment, ich werde gerade angerufen. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich wurde angerufen, es ging zufälligerweise um Weihnachten. Sehr schön. Jetzt sind wir hier in dem Labor. Die Tesla-Spule ist kaputt. Ja, ich kann die Tasche öffnen, indem ich den Reißverschluss repariere. Der perfekte Ort, um Teile zusammenzusetzen, wie zum Beispiel den kaputten Propeller, den kaputten Flügel, den man bestimmt dazu packen kann. Okay. Ups, das handelt sich hier kaputt. Was können wir denn jetzt hier, den Reißverschluss, was können wir denn hier noch dazu tun? Nix? Nur den kaputten Propeller? Warum? Der Flügel gehört da gar nicht hin, ne? Hm. Was haben wir hier? Hier gehört auch was hin. Ah. Was ist das? Aha. Aha. Wenn ich diesen Anweisungen folge, kann ich mit dieser Vorrichtung bestimmt den Flügel reparieren. Dann, Flügel. Kaputter Flügel. Kaputter Flügel. Ich dachte, ich soll das jetzt hier machen. Ich verstehe das alles nicht. Sich ergänzende Paare 8. Eine Maus passt zum Käse. Das war's. Würfel passen zum Kniffelbecher vielleicht? Weiß nicht. Wo ist denn hier sowas? Was kann man noch nehmen? Nadelfaden. Ja, pack die Würfel weg. Wir nehmen... Ein Knopf? Nein, ist Kreide. Geht aber auch, wenn ich, weiß nicht, Schiefertafel oder so. Nimm mal den Würfel. Okay. Nimm die Nadel. Nadel und Faden, dachte ich jetzt. Dann nicht. Was ist das? Was soll denn das überhaupt sein? Aha. Stift und Kreide ja wohl nicht. Stift und Pergament. Okay. Lass das mal los. Was ist das? Soll es eine Brille sein? Ich verstehe das nicht. Schwamm. Und Kreide. Weil Kreide kann man wegmachen. Wolle. Hm. Hier, die Zeiger passen zum Uhrenblatt. Das geht natürlich nicht, ne? Mann, ey. Radiergummi und Stift. Und Radiergummi. Okay, Radiergummi und Bleistift. Weil kann man wegradieren. Yay. Aber was soll das hier sein? Da, die Münzen dazu? Okay. Da, ein Weihnachtsanhänger.
passt zum Spiegelding. Ein Lineal. Was haben wir noch? Ja, die Münzen halt. Eine Muschel. Eine Muschel. Die passt zur Schnecke. Wahnsinn. So, hier Tintenfass und Tintenfüller. Das geht nicht. Dann das daneben. Nee, das ist ein Gewicht, glaube ich. Hätte doch jetzt passen können hier mit dem. Na, dann nicht. Knopf. Ah, hier haben wir noch was. Da. Das weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Kaputte Brille oder so war das. Keine Ahnung. Sind das Knöpfe? Sind das Münzen? Was soll denn das sein? Spiegel und Glas? Ah, okay. Ja. Mhm. Haben wir hier noch? Die Würfel. Ach ja, die Würfel. Weil du kannst um Geld würfeln oder was? Hey. Muss man ja nicht verstehen. Gib mir mal einen Tipp. Warum gehören die zusammen? Wegen Füller auf mit weiße keine Ahnung. So, ich habe einen Zündstein bekommen. Ihr wisst wahrscheinlich genau, was ich da jetzt nicht verstanden habe. So hoch kann ich nicht springen. Vielleicht erfahre ich es ja von dem einen oder anderen von euch hinterher wieder. Zündstein, das ist ja mal interessant, weil wir ja hier immer Feuer machen wollten, glaube ich, draußen. War das nicht so? Mach mal Feuer. Jawohl. Jetzt habe ich eine Fackel, das wurde ja auch Zeit. Jetzt können wir nämlich hier wegmarschieren. Mit unserem Feuerchen. Können wir die... Nein? Nein, hätte ja klappen können, dass wir die auch befreien können. Die Leichen. So, dann wollen wir mal das Herz entzünden, oder nicht? Ich dachte, das sollen wir machen. Na gut. Können wir hier die vertreiben? Komm, vertreib die doch mal. Können wir die mit dem Schneemann vertreiben? Nicht? Können wir ihn hier... Was können wir mit ihm eigentlich machen? Wir sollten ihm ja Verbände holen und so. Wie diese Kelle auf den Baum geraten ist, hol die mal runter, Schneemann. Dieser Aggro-Schneemann. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie so nett finden soll, den Schneemann. Halte mich besser fern. Hier! Mit meiner... Und der Schneemann, kann der den... Nee. Können wir das da reintun, das Rosen in den... Wie können wir denn den auch loswerden jemals? Naja. So, wir gehen mal auf unsere Karte, auf die kluge Karte. Die weiß bestimmt, wo wir hin sollen. Das ist erledigt, da ist es nicht erledigt. Da gibt es auch noch... Genau. Können wir hier eigentlich die irgendwas noch mitnehmen? Die Tesla-Spule ist kaputt. Ich weiß nicht, wie ich das reparieren soll. Hier, Knopf. Weiß auch gar nicht, was mir das sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Der Flügel? Aber auch den will er ja nicht... Oder sie nicht hinlegen. Also müssen wir das hier vielleicht erstmal reparieren. Vielleicht mit der Kelle? Oder so? Oh! Ah! Ach so, man kann hier da die... Ach so. Dann repariert sich das von den Sachen hier. Okay, ich habe ein Schmetterlingsnetz. Whatever. Was haben wir hier noch? Ich benötige die Kombination, um den Safe zu... Warte, wir haben noch einen Code. BCA. 70, 90, 10. Mhm. Warte, 70. 90. 10. Hat ja klasse geklappt. Können wir das nicht drehen? 70, 90, 10. Warum geht das jetzt nicht? Ach so, weil ABC. Ich muss das andersrum machen. Ich muss 10, 70, 90 machen. Okay. 10, 70, 90. Okay.
Ja, ich wieder. Merke immer die Sachen 10 Sekunden später. Was würde Robert hier verstecken wollen? Weiß ich nicht. Die heilige Flöte? Muss ich jetzt hier noch was machen? Was würde Robert hier verstecken wollen? Weiß ich nicht. Muss mal gucken, was wir jetzt haben. Die Kelle, Schmetterlingsnetz, Apparatteil, Hebel. Ist das das, was wir brauchen hier? Dieses Tesla-Ding? Nee. So hoch kann ich nicht springen. Der Schneemann. Ja, der Schneemann. Spielfigur. Ja, okay. Kann man hier raus schlau werden aus dem Kritzelkram? Nee, ne? Was könnte der Zweck dieser Erfindung sein? Können wir denn jetzt den Flügel hinpacken? Du? Gib mir mal den Flügel. Ja, ach, jetzt geht das auch. Was könnte der Zweck dieser Erfindung sein? Drück mal hier mehr. Guck mal nochmal drauf. Da liegt dann, aber das ist ja auch irgendwie, das sieht noch anders aus. Oder nicht? Brauche ich hier noch irgendwas? Weil das ist hier auch so grün, als ob da noch so ein Papier oder so drauf liegt. Ja. Gehen wir nochmal in Roberts Haus. Hier gibt es nämlich noch mehr zu tun. Frage mich, was der Zweck dieser Findung ist. Da müssen wir so auch noch irgendwas machen. Was soll denn hier sein? Ja, das weiß ich, dass man da hin kann. Hier im Garten vielleicht wegen der Katze nochmal gucken. Können wir hier mit dem Schmetterlingsnetz die Katze fangen? Wäre ja auch irgendwie, ne? Weiß nicht recht. Ein charmanter Gnom, aber ihm fehlt was. Was fehlt ihm denn? Was fehlt dem Gnom? Da, eine Blume fehlt dem. Aber wir haben keine Blümlein. Das Rosending? Nee. Diese verrückte Katze die ganze Zeit. Tja. Also hier können wir anscheinend nicht viel machen. Ich soll hier hin, aber wie mache ich das? Den Menschen hat man ihre Lebensenergie entzogen. Hör dir den Schneemann, der soll mal helfen hier. Der macht doch sonst so viel. Ist doch sonst so voll drauf. Können wir die mit der Zauberflöte irgendwie? Können wir mit dem Ritterkopf da durch? Hier gibt es kein Weiterkommen. Nee, so bestimmt nicht. Können wir die nicht? Ja, weiß ich noch nicht. Sehen wir im nächsten Part von Christmas Eve. Wir sehen uns. Bis dann.